Ich heiße euch willkommen, Sterbliche. Ich bin die Herrin des Waldes. Glaubt ihr nicht, Herrin? Sie wird euch verraten! Wir müssen sie angreifen! Beruhige dich, Windläufer. Dein Wunsch zu kämpfen hatte nur den Tod derjenigen zur Folge, die du beschützen wolltest. Ist es wirklich das, was du willst? Nein, Herrin. Das ist das Letzte, was ich will. Dann ist jetzt die Zeit gekommen, um uns mit dieser Fremden zu unterhalten und deinen Zorn beiseite zu stellen. Ich entschuldige mich in Windläufers Namen. Er kämpft mit seiner Natur. Diejenigen, denen ich geholfen habe, sind mir dafür dankbar. Ich biete ihnen meine Führung an, aber ich befehlige sie nicht. Zweifellos habt ihr Fragen, Sterbliche. Zathrian hat euch nicht alles erzählt. Es war Zathrian, der den Fluch erschaffen hat, unter dem diese Kreaturen leiden. Es ist derselbe Fluch, unter dem jetzt Zathrians eigene Leute leiden. Als die Dalish vor Jahrhunderten erstmals in dieses Land kamen, lebte nahe diesem Wald ein Stamm von Menschen. Sie wollten die Dalish vertreiben. Zathrian war damals ein junger Mann. Er hatte einen Sohn und eine Tochter, die er über alles liebte. Und als er gerade auf der Jagd war, hatte dieser Menschenstamm beide entführt. Die Menschen töteten den Jungen. Das Mädchen quälten sie und ließen sie zum Sterben zurück. Die Dalish fanden sie, aber sie konnte das Erlebte nicht vergessen. Sie nahm sich selbst das Leben. Zathrian kam zu dieser Ruine und beschwor einen schrecklichen Geist, den er an den Körper eines großen Wolfs band. So wurde Schattenreißer geschaffen. Schattenreißer machte Jagd auf die Menschen dieses Stammes und tötete viele von ihnen. Andere jedoch wurden durch sein Blut verflucht und verwandelten sich in grauenhafte, wilde Kreaturen. Ebenso grauenhaft und wild wie Schattenreißer selbst. Sie wurden in den Wald gejagt. Als der Menschenstamm diesen Ort schließlich verließ, blieben ihre verfluchten Brüder und Schwestern zurück. Sie waren bedauernswerte Tiere ohne Seele. Bis zu dem Moment, an dem ich euch fand, Harry. Ihr gabt mir Frieden. Ich habe Windläufer gezeigt, dass sein tierisches Wesen auch eine andere Seite hat. Ich besänftigte seine Raserei und seine Menschlichkeit kam zum Vorschein. Dann brachte er noch andere zu mir. Sie sind noch immer verflucht, Sterbliche. Sie können ihre unmenschliche Seite nicht verbergen und somit niemals wieder bei ihrem Volk aufgenommen werden. Wir wollen, dass der Fluch aufgehoben wird. Die Verbrechen, die an Zathrians Kindern begangen wurden, waren grauenhaft, aber sie liegen Jahrhunderte zurück und die Täter sind längst tot. Jedes Mal, wenn die Landschiffe hier vorbeikamen, wurde eine Nachricht an Zathrian geschickt. Wir haben ihn gebeten, zu uns zu kommen, aber er hat uns ignoriert. Wir lassen uns nicht länger zurückweisen. Wir haben den Fluch auf seine Leute übertragen. Um sie zu retten, muss er den Fluch aufheben. Bitte, Sterbliche, ihr müsst zu ihm gehen. Bringt ihn hierher. Wenn er diese Kreaturen erst sieht und ihr Flehen hört, wird er mit Sicherheit bereit sein, den Fluch aufzuheben. Sagt ihm, dass ich dafür sorgen werde, dass Schattenreißer niemals gefunden wird, wenn er sich weigert. Dann wird er seinen Clan niemals heilen können. Der Rückweg an die Oberfläche außerhalb dieses Raumes wurde für euch geöffnet. Kehrt so schnell wie möglich mit Zathrian zurück.
Aber selbstverständlich. Da seid ihr ja endlich. Wirklich? Ihr seid wohl eher der intuitive Typ. Es gab keine Möglichkeit vorauszusehen, was geschehen würde, sobald ihr diese Ruine erreicht. Deshalb habe ich entschieden, selbst hierher zu kommen. Ja, wir haben später noch genug Zeit dafür. Aber habt ihr das Herz? Ihr wollt also Spielchen mit mir treiben? Ich kann spüren, dass ihr es nicht habt. Warum verlasst ihr die Ruine? Ihr wisst aber, dass sie selbst Schattenreißer ist, oder? Sie ist der mächtige Geist dieses alten Waldes, den ich vor langer Zeit beschworen und an den Körper des Wolfs gebunden habe. Ihr Wesen entspricht dem des Waldes selbst. Sie ist wunderschön und schrecklich, ruhig und wild. Jungfer und Bestie. Sie ist sowohl die Herrin als auch Schattenreiser. Es sind die zwei Seiten eines einzigen Wesens. Der Fluch kam ursprünglich von ihr. Diejenigen, die sie infizierte, wurden zu Spiegelbildern ihres eigenen Wesens. Sowohl wilde Bestien als auch Menschen. Sie haben meinen Clan angegriffen und waren dieselben wilden Tiere wie eh und je. Sie verdienen es, ausgerottet zu werden, nicht, dass man sie verteidigt. Kommt, ich werde euch zurück in die Ruine begleiten. Gehen wir und sprechen wir mit dem Geist. Dann werde ich sie in Schattenreißers Gestalt zwingen und ihr könnt sie erschlagen und euch ihr Herz nehmen. Warum? Auch wenn ihr behauptet, dass sie ihre Seelen wiedererlangt haben, bleiben sie doch wilde Bestien. Ihr Wesen hat sich nicht geändert. Alles, was sie wollen, ist Rache. Oder eine Erlösung, die ich ihnen nicht geben werde. Nein, lasst uns das Herz holen und das hier beenden. Ihr wart nicht dabei. Ihr habt nicht gesehen, was sie meinem Sohn und meiner Tochter angetan haben. Und so vielen anderen. Ihr gehört nicht zu den Dalish. Ihr könnt nicht wissen, wie hart wir für unsere Sicherheit kämpfen mussten. Ich konnte ihre Verbrechen nicht ungesühnt lassen. Ich habe geschworen, mein Volk zu beschützen. Und ich werde keinen Finger krümmen, um den Nachkommen dieser Wilden zu helfen, die den Fluch verdienten, mit dem sie belegt wurden. Und was ist, wenn sie nicht reden, sondern Rache wollen? Werdet ihr dafür sorgen, dass mir nichts geschieht? Ich sehe zwar nicht, welchen Sinn das haben soll, aber gut. Inzwischen sind viele Jahrhunderte vergangen. Hören wir uns an, was der Geist zu erzählen hat. Da bist du also, Geist. Ah,
sie ist die Herrin des Waldes. Ihr werdet sie angemessen ansprechen. Du trägst jetzt also einen Namen, Geist? Und du gibst auch deinen Schoßtieren welche? Diesen Bestien, die dir folgen? Sie waren es, die mir einen Namen gaben, Zathrian. Und sie wählen sich ihre Namen selbst. Sie folgten mir, weil sie mit meiner Hilfe begreifen, wer sie sind. Sie sind nichts anderes als das, was ihre Vorfahren waren. Wilde Bestien, wertlose Hunde. Ihre grauenhafte Gestalt spiegelt nur ihre abscheulichen Herzen wider. Er wird uns nicht helfen, Herrin. Ich habe es euch gesagt. Er ist nicht hier, um zu reden. Nein, ich bin hier, um zu reden, auch wenn ich keinen Sinn darin sehe. Wir alle wissen, wo das hinführt. Du kannst ebenso wenig gegen deine Natur handeln, wie ich gegen meine. Es muss nicht so kommen. In deinem Herzen ist noch Platz für Mitgefühl, Zathrian. Ich bin mir sicher, deiner Rache wurde Genüge getan. Meine Rache währt ewig, Geist. Genau wie mein Schmerz. Das hier ist Gerechtigkeit. Nichts anderes. Bist du sicher, dass dein Schmerz der einzige Grund ist, warum du diesen Fluch nicht aufhebst? Hast du der Sterblichen erzählt, wie er erschaffen wurde? Dieser Wald ist Altsterbliche und ich bin sein Geist, sein Herz. Ich wurde nicht von jenseits des Schleiers gerufen, sondern direkt aus den Bäumen, den Steinen und der Erde gerissen. Ich wurde an den Körper des großen Wolfes Schattenreißer gebunden. Er war nicht besessen wie ein Waldgeist oder die Untoten, sondern wurde in einem Wesen an mich gebunden. Aber derart mächtige Magie konnte nicht ohne Zathrians eigenes Blut bewerkstelligt werden. Der Fluch und sein Leben sind miteinander verflochten. Deine Leute glauben, du hättest die Unsterblichkeit eurer Ahnen wiedererlangt, Zathrian. Aber das ist nicht wahr. Solange der Fluch existiert, existierst auch du. Nein, so ist das nicht. Ich habe es für mein Volk getan. Ich habe es für meinen Sohn getan und für meine Tochter. Für sie und für die Gerechtigkeit würde ich alles tun. Der Fluch würde mit Zathrians Tod nicht enden. Allerdings hängt sein Leben davon ab, dass er weiter existiert. Und ich glaube, dass sein Tod eine Rolle bei der Aufhebung des Fluchs spielt. Dann töten wir ihn! Reißen wir ihn in Stücke! Auch wenn ihr sprechen könnt, bleibt ihr doch Tiere. Was würde euch mein Tod bringen? Nur ich weiß, wie das Ritual beendet werden kann. Und ich werde es niemals durchführen. Seht ihr? Wir müssen sie alle töten! Begreift ihr jetzt? Sie wenden sich ebenso schnell gegen euch. Tut, weshalb ihr hier seid, grauer Wächter. Oder geht mir aus dem Weg. Wir stehen für das Richtige ein, egal was es kostet. Dann sterbt ihr mit ihnen. Ihr alle werdet so leiden, wie ihr es verdient. Kämpfen!
Das reicht. Ich kann euch nicht besiegen. Beendet es! Erschlagt ihn! Nein, Windläufer. Wir werden ihn nicht töten. Wenn in unseren Herzen kein Platz für Mitgefühl ist, wie können wir dann erwarten, dass es bei ihm anders ist? Ich kann deine Bitte nicht erfüllen, Geist. Ich bin zu alt für Mitleid. Ich sehe vor mir nur die Gesichter meiner Kinder, meiner Leute. Ich kann es nicht tun. Vielleicht habe ich schon zu lange gelebt. Mein Hass ist wie eine uralte, knorrige Wurzel. Er hat meine Seele zerfressen. Was ist mit dir, Geist? Du bist ebenso an den Fluch gebunden wie ich. Hast du keine Angst vor dem Ende? Du hast mich erschaffen, Zathrian. Du hast mir Gestalt und Bewusstsein gegeben, wo vorher nichts war. Ich habe Schmerzen und Liebe erfahren. Hoffnung und Angst. All die Freuden, die das Leben ausmachen. Aber von allen Dingen ersehne ich nichts mehr als das Ende. Ich bitte dich, Schöpfer, bereite mir ein Ende. Wir bitten dich, hab Mitleid. Du beschämst mich, Geist. Ich bin ein alter Mann, der sich selbst überlebt hat. Dann wirst du es tun? Du hebst den Fluch auf? Ja, die Zeit ist gekommen. Lasst uns all dem ein Ende bereiten. Es ist vorbei. Sie ist fort und wir sind Menschen. Ich kann es kaum fassen. Wir werden wohl den Wald verlassen. Andere Menschen suchen. Sehen, was uns dort erwartet. Das dürfte interessant werden. Glaubt ihr nicht? Danke. Wir werden euch nie vergessen.